der Sterntaler Hof ist eine so dermaßen sinnvolle Einrichtung, so eine Einrichtung, die, wie soll ich denn sagen, die es einfach sonst eigentlich nicht gibt. Eine Einrichtung, die vermutlich auch kein Staat, kein Land, keine Gemeinde jetzt tatsächlich für unglaublich förderungswürdig hält. Ja, weil es nämlich nicht zum Herzhang ist. Es ist nichts Großes. Es ist nichts, wo du sagst, da mache ich jetzt aber Werbung damit. Nein, die kümmern sich wirklich um Menschen, um Familien. Es ist ein Kinderhospiz. Und was viel Schrecklicheres kann es ja fast gar nicht geben. Aber die machen das großartig. Ich war unten, das ist eine wirklich wunderschöne Anlage und es ist eine Stimmung dort unten, die dich gar nicht unglücklich macht, überhaupt nicht, sondern ganz im Gegenteil. Es geht da ein bisschen die Seele auf, es lässt dich lächeln. Es ist alles freundlich dort, alles. Von den Wiesen angefangen, von den Gebäuden, von der Inneneinrichtung und selbst die Pferde, die ich dort gesehen habe, weil die haben dort Pferde, waren freundliche Pferde. Das Benefiz für den Sterntaler Hof hat einen, wirklich nur einen Vater. Er organisiert das, er kümmert sich um alles und er sitzt heute da. Er ist ein guter Freund von mir und ich darf ihn kurz auf die Bühne bitten. Er ist Architekt, daher nenne ich seinen Namen auch mit Titel Diplom-Ingenieur Johann Konwitzka. Darf ich dich auf die Bühne bitten? Meine Damen und Herren, der Hans. Guten Abend. Hans. Ich glaube, ich habe nicht übertrieben, obwohl ich weiß, du bist ein sehr bescheidener Mensch. So würdest du das sicher nie sagen. Aber erzähl uns doch einmal, wie kommst denn du überhaupt zum Sterntaler Hof? Wie ich zum Sterntaler Hof komme, ist einfach gesagt, vor 19 Jahren, 10 plus 9, habe ich den Peter Kay, den Gründer, und die Regina Heimhilcher, Mitbegründerin, kennengelernt über die Barbara Stöckl und war von ihrer Idee, Kinder onkologisch erkrankte, schwer erkrankte Kinder, chronisch erkrankte Kinder aufzunehmen und ihnen und ihrer Familie, und das ist das Wesentliche des Sterntaler Hofes, nicht nur die kranken Kinder, auch die ganze Familie wird aufgenommen. Es hätte heute auch ein sehr großer der österreichischen Musikszene dabei sein sollen. Leider ist das nicht mehr möglich. Und ich möchte ihm heute den Abend widmen, Wilfried. Wilfried Scholz, meine Damen und Herren. Tanzen möcht ich, jauchzen möcht ich in die Welt des Schrein. Mein ist die schönste der Frauen, mein allein. Lass dich fassen, lass dich halten, küsse dich aufs Neu. Wer ist wohl seliger heute als wir zwei? Habt euch lieb, süß im Herzen.
Ist euch sowas ein Bedürfnis? Geht sich das bei euren vielen Jobs, anstrengenden Jobs überhaupt noch aus? Also es ist mein großes Bedürfnis überhaupt, wenn man selber Mutter ist, geht einem das schon sehr nahe. Und gerade jetzt, also bevor ich den Wilfried und die Musik gehört habe und alles, das ist alles schon so eine große Herzensangelegenheit von uns beiden. Ja, das muss sein. Ich möchte alle hier im Saal jetzt nach Hause bringen. Zu dem Platz, wo man geboren worden ist, wo man die Hausaufgabe gemacht hat, wo dein Lieblingshaustier unter dem Lieblingsbaum begraben ist. Viele von uns können nicht mehr dorthin gehen. You know they say you can't go home again. I just had to come back one last time. And ma'am, I know you don't know me from Adam. But these handprints on the front steps are mine. And up those stairs in that little back bedroom is where I did my homework and I learned to play guitar. And I bet you didn't know under that live oak my favorite dog is buried in the yard. Well, I thought if I could touch this place or feel it, this brokenness, might start healing. Well, I'll hear it's like I'm someone else. I thought if maybe I can find myself. I will find myself. Here we go. Ist es dir auch ein Anliegen, in Zeiten wie diesen zu sagen, ja, bei einem Benefits, bei einem Charity, wenn ich weiß, wofür und es macht Sinn, bin ich dabei? Absolut. Also Kinder sind unsere Zukunft und ich finde das absolut wichtig, dass Leute, die das können, machen. Alter. Zuletzt werde ich vielleicht wie als Kind, wenn ich allein war, wieder freundlich grüßen. Guten Morgen, Fräulein Blume. Guten Abend, Herr Baum. Und mich verbeugen und Sie mit der Hand berühren. Und mich bedanken, dass Sie mir Ihre Zeit gegönnt haben. Nur, dass sie mir antworten und auch guten Morgen und guten Abend sagen, das werde ich dann nicht mehr glauben. Oder vielleicht doch wieder? Davor habe ich Angst. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Damen und Herren, ich hab ein Teil meines Lebensmottos besteht aus einem Zitat von Erich Fried. Und das wollte ich an diesem Abend auch sagen, vor allem, weil es sich natürlich um eine Einrichtung handelt, dieser Sterntaler Hof, der unglaublich berührend ist. Wenn Sie mal nach Kemmeten kommen, dann gehen Sie da mal hin und schauen Sie sich das an. Das ist unglaublich berührend und deshalb bin ich auch jedes Mal noch bevor der Hans anruft, bin ich schon bereit, das zu machen. Weil das einfach, das lohnt wirklich. Das lohnt wirklich und da kann man in seinem Leben sagen, man hat dafür was geleistet und kann auch stolz drauf sein. Also, dieses Lebensmotto heißt, zweifle nicht an dem, der dir sagt, er hat Angst. Aber habe Angst vor dem, der dir sagt, er kennt keinen Zweifel. Dieser Sterntaler Hof, ich glaube, ich würde auch zu Fuß den Jakobsweg. Jakobsweg für den Sterntaler Hof. Also, aber das geht natürlich schneller. Mama, just kill the
Euch sowas auch ein Bedürfnis? Ich fange einfach bei dir an. Also Benefits, Charity, ihr habt ja sicher auch viele Anfragen, oder? Ja, auf jeden Fall. Und wenn wir können, kommen wir auch dem nach. Aber dieses besondere Thema, nämlich Kinderhospiz und was da wirklich passiert, da kann man nicht Nein sagen. Das ist wunderbar. Wir freuen uns wirklich. Es ist uns eine Ehre, eine ganz große Ehre. Vielen, vielen Dank noch einmal. Euch alle, Ihnen für Ihr Kommen, und abschließend darf ich Hans Konwitzka noch einmal ganz herzlich Danke sagen, dass du dich derart intensiv einsetzt. Dankeschön. Das war's. Dankeschön, dass Sie da waren. Danke an alle Künstler. Danke an alle Mitwirkenden. Noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.